Der spielt noch? Kyriakos Papadopoulos' wechselhafte Karriere. 2010 kam der damals 18-jährige Grieche zum FC Schalke 04 und spielte gleich in seiner ersten Saison unter anderem gegen Manchester United im Champions League Halbfinale. Nach 4 erfolgreichen Jahren bei Königsblau spielte er ab 2014 noch für Bayer Leverkusen und RB Leipzig, ehe er 2017 zum HSV wechselte. Die 3 Jahre in Hamburg liefen, sagen wir mal, suboptimal, geprägt von Verletzungen und dem Abstieg, bis 2020 sein Vertrag auslief. Danach zog es Papadopoulos für 1 Jahr nach Kroatien, 2 Monate nach Saudi-Arabien, für die restliche Saison zu Atromitos Athen in die Heimat und dann nochmal für ein halbes Jahr nach Rumänien. Heute steht der 35-malige griechische Nationalspieler wieder in der Heimat für Lamia auf dem Platz. Aus den 10 Jahren in Deutschland bleiben 136 Bundesligaspiele, 8 Tore, 5 Platzverweise und 45 gelbe Karten.